bieten sie ja auch eine Therapiestunden an für Paare und so, ob ich denn nicht auch mal in so eine Sitzung gehen möchte. Das ist jetzt schon das fünfte Mal, dass ich in Rewe reingehe ohne Bargeld oder eine Karte. Ey, ich verstehe es einfach nicht. Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich war heute arbeiten. Heute ist Mittwoch, der 31.01. War arbeiten, war einkaufen und jetzt wollte ich nochmal in den Rewe und Milch kaufen für Islam. Und ja, ich habe meine EC-Karte nicht dabei. Ich hoffe, ich habe das nicht im Fahrkartenautomat vergessen. Jetzt fahre ich schnell hoch und schaue nach, ob ich das irgendwie in die Einkaufstüten geschmissen habe. Ansonsten. Oh. Ich glaube, ich habe es im Automaten. Ich glaube, ich habe es im Automaten. Leute, ich habe tatsächlich meine Karte im Fahrkartenautomat vergessen. Jetzt gehe ich schnell die Milch kaufen, weil das ist ja an der Kasse. Bring das schnell hoch und dann nehme ich den Bus und fahre wieder zurück und hoffe, dass meine EC-Karte noch da ist. Also ja, falls ihr euch fragt, warum ich nicht direkt hinfahre, ich muss ja auf den Bus warten, weil bei uns fährt der Bus ja alle 20 Minuten. Das weckt mich jetzt voll auf. So, in meinem Rewe, die kennen mich schon. Oh, peinlich. So. Also ich habe jetzt schnell die Karte von Sultan bekommen und bin dann jetzt in den Rewe und habe damit gezahlt. Ich hoffe, dass meine EC-Karte in diesem Scheißautomaten noch ist. Ansonsten habe ich ein Problem, aber dann gehe ich auch direkt zur Bank und lasse die Karte sperren, natürlich. Einfach scheiße. Das ist mein Leben. Das Ding ist, ich durfte heute extra früher gehen. Dachte ich mir so, boah, dann gehe ich nach Hause und leg mich hin, schlafe eine Runde ohne Islam und so, ist dann auch ruhig. Und ja, dann war ich nach der Arbeit direkt einkaufen und jetzt muss ich wieder los wegen der scheiß EC-Karte. Ich raste aus. Heute haben wir voll das schöne Wetter. Ich weiß gar nicht, ob man mich so richtig sieht, weil die Sonne scheint. Ja, ich habe jetzt heute nichts geplant, wirklich. Auf jeden Fall, heute kommt der Vlog online. Also, wenn ihr das seht, ist es Donnerstag und nicht wie normal am Mittwoch. Weil ich Dienstag dann einen Vlog drehen wollte. Aber Dienstag nach der Arbeit wollte ich halt nur noch ins Fitness. Und dann, weil ich mich ja da mit meiner Freundin getroffen. Und ich wollte nicht nochmal ein Video über Sport hochladen. Das hattet ihr ja im letzten. Und deswegen habe ich es dann einfach ausfallen lassen. Dachte mir, egal, ich nehme einfach Mittwoch ganz normalen Alltag auf. Hier ist mein ganz normaler Alltag. Meine EC-Karte ist weg. Und ja klar, ich gehe dann später Islam abholen von der Grippe. Aber sonst werde ich heute nichts machen. Ich werde dann den ganzen Tag zu Hause bleiben. So, ich bin wieder daheim. Sache ist, mit meiner EC-Karte, ich habe sie wieder gefunden. Also ich bin ja nochmal zum Fahrkartenautomaten gefahren. Und in dem Automat selber, oh, meine Lippen sind so trocken. In dem Automat selber war die Karte nicht mehr. Und ich habe währenddessen gerade mit Rashida telefoniert und so. Ich so, oh mein Gott, meine Karte ist auch weg. Und so, dann hat sie halt gemeint, ja, frag doch mal in den Geschäften da, halt dort in der unmittelbaren Nähe. Und da war halt nur eine Bäckerei offen. Da habe ich da gefragt, Entschuldigung, wurde da eine EC-Karte abgegeben bei euch? Und er so, ja, wie heißt du? Ich so, ja, Samira. Na, hat er gesagt, ja. Wo ich ihn gerade gefragt habe, hat er auf sein Handy geschaut die ganze Zeit. Und also er hat gerade noch mich auf Facebook gesucht. Also er hat halt meinen Namen eingegeben, aber ich heiße ja auf Facebook nicht so wie halt auf der Karte. Eigentlich habe ich kein Facebook sozusagen. Und er hätte mich gar nicht gefunden. Ey, ich bin so froh, dass ich die gefunden habe, da muss ich die nicht sperren lassen. Und das kostet ja immer nochmal, wenn man dann eine neue Karte bestellt und so ein Scheiß. Und ich müsste dann immer zum Schalter laufen. Gott sei Dank, ich habe schon in meinem Leben so oft meine EC-Karten vergessen, aber auch so oft verloren. Also ich habe wirklich schon oft meine EC-Karte verloren. So, ich bin jetzt auf jeden Fall daheim. Sultan holt jetzt Islam ab, weil ich verstecke mich so ein bisschen vor seiner Grippe. Letztens hatte ich ein ganz komisches Gespräch mit der Betreuerin dort. Ich erzähle euch das mal kurz. Ich möchte gerne die Küchenwand hier mit dem tapezieren. Also das ist aufklebbar. Das kann ich auf die Wand einfach draufkleben. Und wir hatten schon mal so einen Spritzschutz für die Wände. Aber der war schon so ein bisschen, ist ja schon lose geworden. Habe ich die jetzt weggezogen und zufälligerweise verkauft Lidl gerade diese Woche diese, ja, für die Wand halt solche Tattoos. Und die habe ich mir jetzt gekauft. Ich hoffe, das ist klar, weil unsere Wand ist halt schon richtig voll mit Öl und so. Ich weiß, verstehe nicht, warum die dort nicht auch Fliesen hingemacht haben. Naja, kann man jetzt nicht ändern und das mache ich jetzt gerade. Und währenddessen erzähle ich euch so ein bisschen, was die Dame gesagt hat. Und zwar habe ich an dem Tag Easy in die Grippe gebracht und so. Und ich habe mich halt gerade so informiert, was es denn
in der Woche alles zum Essen gibt. Und dann kam sie halt aus dem Büro und hat gesagt, ah, mit dir wollt, dass sie halt eh mit mir reden wollte und so. Dann dachte ich mir so, sieht man mich? Ja, auf jeden Fall, dann hat sie gesagt, dass sie eh mit mir reden wollte. Ich so, ja, okay, ja. Und dann haben wir uns halt ins Büro gesetzt. Also sie hat gemeint, das dauert ein bisschen. Dann hat sie mir halt so ein bisschen so erzählt über Islam, wie er halt so drauf ist und so in der Krippe. Und ja, bevor die Weihnachtsferien, also vor den Weihnachtsferien, hat sie mir schon gesagt, dass Easy nicht so wirklich mitmacht, wenn er seine Jacke anziehen soll. Oder wenn man ihn halt anzieht, an- und auszieht, dass er halt nicht so mitmacht, sagen wir mal. Dass sie sich das aber nochmal nach den Ferien anschauen werden und so. Und ich so, hä, okay, ja, ich habe noch nie darauf geachtet, ob er da voll mitmacht und so. Aber ich werde dann darauf achten. Und ja, in der ganzen Zeit, wo er dann halt immer zu Hause war, wo die halt Ferien hatten, 2 Wochen, habe ich halt schon beobachtet. Und ja, ich denke halt einfach, er ist ein bisschen faul. Und dann habe ich halt einfach angefangen, so zu ihm immer zu sagen, was er machen soll. Zum Beispiel, streck deinen Arm aus, dein Fuß jetzt in den Schuh und so, bla bla bla. Und Leute, er macht das alles mit. Also ich sage immer zu ihm, jetzt deinen Arm. Und er tut dann auch seinen Arm so in die Jacke und so. Und ich habe ihn dann in die Grippe gebracht. Und danach hat halt irgendwann mal so eine Betreuerin gesagt, ja, voll gut, es hat sich schon voll verändert und so. Ich so, ja, also zu Hause macht er es. Vor allem, wenn wir sagen, ja, jetzt dein Fuß, bla bla bla. Wenn man halt mitspricht, dann macht er es eher, als wenn ich nichts dazu sage. Die haben das beobachtet, ist schon besser geworden, aber ist jetzt noch nicht top. Und er läuft, also wenn er läuft sehr, sehr gut und stabil und so, aber ich soll ihn halt mehr zum Laufen bringen. Da, wo ich mal erzählt habe in einem Vlog, dass wir jetzt immer zu Fuß zur Krippe gehen, weil er mehr laufen soll. Aber Leute, ehrlich, Islam läuft so viel den ganzen Tag, also wirklich. Und eigentlich immer, wenn ich ihn von der Krippe hole und wir nach Hause gehen, dann lasse ich ihn auch zu Fuß laufen. Er läuft stabil, er läuft, er rennt wirklich hier durch die Wohnung. Ich weiß nicht, was die Frau mir sagen. Dann dachte ich mir einfach so, okay, ja gut. Dann haben wir ja angefangen, immer den Wagen zu Hause zu lassen, damit er halt wirklich so die ganze Strecke läuft. Und das macht Islam. Und der will schon gar nicht nach Hause, wenn wir draußen unterwegs sind. Gut, das hat sich dann geändert, also finde ich. Dann hat sie nochmal so angesprochen, ja, wie es halt mir und Sultan geht und so. Und es war so, dass anfangs, wo Isi in die Krippe gekommen ist, davor habe ich immer tagsüber gearbeitet. Sultan hat immer Spätdienst gehabt. Und wir haben uns halt eigentlich nur wirklich entweder ganz am Abend gesehen oder wir haben uns halt gesehen, wenn er mir den Kleinen zur Arbeit gebracht hat und dann weitergefahren ist. Und dann, wo wir dann den Krippenplatz endlich hatten, waren wir natürlich voll erleichtert, weil das erleichtert halt eine Menge. Und Sultan hat jetzt auch oft Frühdienst und so, was auch cool ist. Und ja, dann hat sie halt gefragt, wie es jetzt läuft und so, bla bla bla. Ich sehe ja alles gut und Sultan hilft mir so viel im Haushalt, Leute, ihr glaubt es gar nicht. Er hilft wirklich viel, er nimmt mir viel Islam ab, deswegen kann ich auch zum Sport, ich kann auch noch so Freunde treffen und so andere Sachen machen. Er nimmt mir so vieles ab, er manchmal kocht er einfach so. Er übernimmt einfach sehr, sehr viel Verantwortung auch und er macht auch und nimmt mir viel ab. Habe ich gesagt, ja, voll gut, er hilft viel und so, bla 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 bla. Und dann hat sie gesagt, ja, ja, sie hat auch gemerkt, wenn er Islam in die Krippe bringt, unterscheidet er sich gar nicht von den anderen Vätern und so. Dann dachte ich mir so, warum sollte er sich von denen unterscheiden? So, like, okay, er ist jetzt vor kurzem erst nach, also was heißt vor kurzem, vor 2 Jahren halt nach Deutschland gezogen. Ja, aber was soll da großartig, warum ist das Licht so? Was soll da großartig der Unterschied sein, ne? Aber in dem Moment, wo wir darüber geredet haben, ich habe nicht so selbst darüber nachgedacht, so, like, was will sie mir jetzt erzählen? Dann hat sie halt gesagt, ja, in der Krippe bieten sie ja auch eine Therapiestunden an für Paare und so, ob ich denn nicht auch mal in so eine Sitzung gehen möchte und so. Dann habe ich halt, in dem Moment habe ich halt mir so gedacht, so, ja, okay, warum denn nicht? Aber ich habe wirklich jeden Tag darüber nachgedacht, so, wieso eigentlich es läuft alles, warum will sie, dass wir zur Therapie gehen? Also, ich verstehe es nicht. Deswegen gehe ich ihr jetzt immer aus dem Weg und habe auch Sultan in die Krippe geschickt, dass er Islam abholen soll, weil ich glaube, mit ihm kann sie sich nicht wirklich unterhalten, weil sie kann ja kein Französisch. Und auf Englisch, glaube ich, würde das jetzt auch nicht klappen, um ihm so das zu erklären, dass der halt nicht denkt, hey, was los? Auf jeden Fall habe ich das vorhin Sultan erzählt, weil irgendwie kam mir die ganze Zeit nicht dazu, darüber zu reden und so. Der hat sich richtig beleidigt gefühlt. Also er hat gesagt, warum? Das ist so, als würde sie uns beleidigen sozusagen. Ja, ich dachte mir halt, ja, okay, ich finde es auch ein bisschen komisch. Aber Sultan hat ja noch diese richtige afrikanische Mentalität und die sind halt schnell angepisst wegen Sachen. Und dann habe ich halt gesagt, nee, also ich glaube nicht, dass sie denkt, dass
wir im Kopf halt nicht ganz dicht sind, sondern es einfach, keine Ahnung, ich weiß es bis heute, ich weiß es selbst nicht, warum sie uns das angeboten hat. Und ja, das wollte ich jetzt mal mit euch teilen. Ich zerbreche mir immer noch den Kopf darüber. Naja. Aber ich würde es nicht schlecht finden, mal einfach mal nur so, um zu schauen, wie das so ist, ne, dort. Aber sie hat ja auch gesagt, dass ich alleine erstmal das machen soll. Ich überlege noch. Ich finde es immer noch sau komisch. Was meint ihr? War einer von euch schon mal in einer Therapie? Ich weiß es nicht. Ja, mal sehen. Egal, jetzt klebe ich jetzt erstmal dieses Wandtattoo auf. Und schauen wir mal, ob das alles so gut passt und ob ich genügend habe. Ich habe jetzt einfach mal 2 Rollen gekauft. Islam ist da. Islam, wie geht's? Oh, Gangster. Hä? Wie geht's? Sag hallo. 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 Na, hallo. Na, hallo. Alles klar. Gut. Malayale. Mache ich ihn schnell in die Milch und klebe jetzt ja, das Tattoo. Islam. Konnemo. Bonse. Dankeschön, super. Also in den Wagen gehört es nicht. Also in den Wagen gehört es natürlich nicht, aber er hat es aufgeräumt. Also er hört und macht auch das, was er machen soll. Und ja, die sollen doch einfach mal ein bisschen geduldig sein, weil er ist ja noch ein Kind, er lernt das ja alles erst. Deswegen bin ich noch verwundert. Also deswegen bin ich auch noch mal verwundert, so, weil like, er ist ja noch nicht ausgelernt. Sind wir alle noch nicht. Wir lernen ja alle noch was fürs Leben und verstehe ich einfach. Ich verstehe es nicht, also dass die, was die da sagen, keine Ahnung. Wenn sie mich nochmal auf sowas anspricht, dann werde ich wahrscheinlich, also dann werde ich auf jeden Fall fragen und so. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die meine Videos schauen. Ist ja auch gar nicht böse gemeint, ich verstehe es halt einfach nicht. Islam, hier, seh, hey! So schaut's aus. Ja, uns fehlen sowieso noch Schränke. Ich hätte am liebsten hier noch so einen Schrank, hier einen Abzugshaube und da noch einen Schrank. Dann können wir nämlich diese ganzen scheiß Sachen da verstauen. So, die Streite steht auch. Ich wollte eigentlich das hier wegschneiden. Müsste man hier auch nochmal drauf machen. Ja, hier fehlt mir noch ein Stück. Das muss ich dann nochmal kaufen. Ich hoffe, ich kriege da noch was. Ansonsten muss ich das online suchen. Das Blöde ist halt wegen den Steinen. Das sollte ja schon einheitlich auch schauen. Und mir ist noch ein Stück übrig geblieben. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Und das klebe ich hier noch auf. Ich habe schon gekocht, wir haben zum Mittag gegessen, sehr spätes Mittagessen. Jetzt muss ich abspülen, schaut euch bitte die Küche an. Ja, und nachdem fange ich wieder an zu kochen für Abend. Hallo. Ja, Leute, ich habe Easy jetzt gebadet, Bett fertig gemacht. Er läuft mit seiner Zahnbürste hier rum. Ich beende jetzt hier den Vlog. Und ich hoffe, dass jetzt dann meine normalen Upload-Tage dann wieder laufen. Weil diese Woche war es ja jetzt Montag und heute Donnerstag. Was ist da? Irgendwas ist da. Normalerweise ist es ja Mittwoch und Sonntag. Vergiss das nicht. Ich versuche das jetzt. Und ich weiß nicht, ob jetzt am Sonntag ein Vlog kommt. Keine Ahnung. Überrascht euch. Also ihr müsst die Glocke anmachen, damit ihr überrascht werdet. Schreibt mir dann in die Kommentare rein, was ihr davon haltet mit den Therapeuten, ob ihr das trotzdem mal annehmen würdet. Darüber würde ich mich freuen, über so einen kleinen Austausch. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, ihr schaltet dann das nächste Mal wieder ein. Vergiss nicht zu abonnieren, einen Daumen hoch natürlich und ganz wichtig, die Glocke einzuschalten. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video wieder. Ciao!